Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Schönen guten Abend, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ganz andere Sendung heute Abend, Sie sehen es, auch wir von Corona gezeichnet. Wir haben kein Publikum hier im Landgasthof Waldhorn in Bernstadt. Wir sind auch mit einem ganz kleinen Team nur da, aber wir machen trotzdem eine ganz tolle Sendung, haben wir uns vorgenommen. Insofern schön, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Philipp Büttner ist heute Abend da. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich, dass ich da bin. Wir stoßen aus der Ferne an. Ja. Philipp, unter uns Musical-Darsteller haben wir gesagt, du, ne? Sehr gern. Zum Wohl. Zum Wohl an Sie zu Hause. Prost. Wir haben uns gerade schon drauf geeinigt. Wir haben dieses, ich zeig mal, was passiert. Oder magst du? Ich mach's gerne. Ich hab's jetzt schon seit 4 Wochen nicht mehr. Deswegen, ja, jetzt pass auf, wenn du es weit genug hochhebst, musst du ein bisschen vom Tisch. Dann passiert was. Ja! Da kommt der Applaus wie auf wundersame Weise hierher. So, Philipp Büttner heute mein Gast. Wie bist du angereist? Ich bin mit dem Auto angereist. Sogar von meinen Eltern, weil jetzt irgendwie ein Corona... Aus Würzburg. Aus Würzburg, genau. Ich hatte jetzt gehofft, dass du sagst, du bist mit dem fliegenden Teppich da. Ah, nee, leider nicht. Sie kennen diesen Mann, wenn Sie schon mal in Stuttgart oder davor in Hamburg waren, im Musical. Es ist der Aladdin aus dem Musical. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist, machst einen riesen fantastischen Job. Darüber werden wir sprechen, wie du dazu kamst, werden wir sprechen. Aber erstmal müssen wir natürlich drüber sprechen, wie sieht Corona für einen Musical-Darsteller aus? Das ist ja am Ende eine Großveranstaltung, über die wir da sprechen. Ja, das ist jetzt auch die große Frage, glaube ich, wie die Definition genau für Großveranstaltungen, wie viele Menschen das betrifft. Aber zurzeit ist das natürlich so wie für alle Theater ein Super-GAU. Also ich glaube, das große Problem, denke ich auch an der Branche, ist, dass es natürlich das Letzte ist, was wieder anfängt, weil es vermeintlich am System unrelevantesten ist. Und ja, ich weiß, viele Kollegen, die zu knabbern haben, die ihre Jobs verloren. Jetzt nicht nur bei Aladdin ist man zum Glück sicher, weil man angestellt ist, aber andere Sommerfestspiele, Theater, die ihre Produktion absagen, wo die Leute jetzt einfach arbeitslos sind. Du sagst, das ist nicht systemrelevant. Ist es das wirklich nicht? Am Ende, wir sind eine Kulturnation. Ja, Deutschland ist ein Kulturland. Ich habe nur die Befürchtung, dass es einfach das Letzte ist, was wieder hochfährt, vor allem in diesem Rahmen, also mit 1.000, 2.000 Leuten am Abend im Zuschauerraum, ist das natürlich auch ein hohes Risiko. Und ich denke, dass sie das eben später erst eingehen werden. Was macht ein Aladdin, wenn er nicht Aladdin ist? Also wie sieht dein Tag jetzt aus? Was machst Corona? Du so? Ja, in diesen Tagen. Es ist schwierig. Ich bin seit den letzten 5, 6 Jahren nach meinem Studium, in denen ich gearbeitet habe, kenne ich nur, dass ich arbeite. Ich liebe meine Arbeit, deswegen, ich nehme teilweise Urlaub, um woanders zu arbeiten. Und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich zu Hause sitze und denke, ja, was mache ich jetzt? Viel Sport, singen aus Spaß, einfach viel mit Freunden telefonieren, dass man einfach den Kontakt nicht verliert und ich habe ein riesiges Puzzle gemacht mit 5000 Teilen. Das ist vor 2 Tagen fertig geworden. Tatsächlich? was für ein Puzzle hast du gemacht? Ein riesiges Disney-Puzzle mit allen Charakteren. Aladdin? Der war auch drauf. Er war auch drauf. Aber okay. Alle Charaktere, die man sich vorstellen kann aus den berühmten Filmen. Das war sicher so groß wie der Tisch, ein bisschen kürzer. Aber ja, ganz viele in diesen Tagen, ne, dass sie angefangen haben, wieder zu puzzeln. Das war so ein bisschen den Eindruck... Vergessen? Ich muss dazu sagen, meine Eltern benutzen mein altes Kinderzimmer als Puzzlezimmer. Also die machen das immer. Und dieses Puzzle war von einer Arbeitskollegin von meinem Papa, die das sich wegen Corona gekauft hat und gemerkt hat, es ist viel zu groß, nachdem sie es zu Hause hatte. Ja, 5000 ist schon ordentlich. Ja, ja. Ne? Bist du ansonsten auch so ein Puzzle-Typ? Also machst du das öfter oder ist das jetzt bei dir auch schon ein paar Jahre her? Wenn ich zufällig zu Hause bin und die puzzeln gerade, dann mache ich mit. Aber zu Hause privat mache ich es nicht. Ich habe jetzt die letzten Tage so viel über Puzzle gesehen und habe festgestellt, es gibt mittlerweile auch dreidimensionale Puzzle und Puzzle ohne Ecken, die rund sind. Das habe ich auch. Das hat mir auch völlig irre. Völlig irre. Ja, das boomt natürlich jetzt, solche Sachen. Wenn du sagst, du puzzelst zum Beispiel jetzt Disney und
damit auch Aladdin. Ist Aladdin für dich so ein Traum? Oh, ich glaube, das ist der größte Traum, den ich in meinem Leben hatte. Ernsthaft? Ja, wirklich. Und das klingt immer so klischeehaft, als würde man sich das ausdenken. Aber Aladdin war der erste Kinofilm, den ich gesehen habe. Da war ich ungefähr 3, 3,5, eigentlich viel zu jung, um ins Kino zu gehen. Und mein Papa hat mich damals. Sie merken, dieser Mann ist noch jung, 29. 29, ne? Ja. Wenn Aladdin der erste Film ist, kann das noch nicht so lange her sein. Also 29 Jahre. Und ich war der größte Aladdin-Fan, seit ich ganz klein bin. Ich habe zu Hause einen kleinen alten fliegenden Teppich, alles, was man sich an Merchandise vorstellen kann, habe ich zu Hause. Einen kleinen Affen, eine Lampe, Bettwäsche, Spiel, Kassette, DVD. Videokassette. Video, VHS. Ich wollte schon DVD sagen, aber damals war es noch VHS. Und als ich dann fertig wurde mit meinem Studium und Aladdin dann gerade nach Deutschland kam, also ja, es klingt so blöd, aber man denkt so, ey, das sollte jetzt so sein. Weil du hast Musical studiert. Ich habe, ne? Musical studiert in München bis 2014. Und ja, dann ging es gut los und dann relativ schnell zu Aladdin. Ich glaube, 2016. Wie wird man Aladdin? Wie läuft sowas? Also, das sind riesige Castings, die schreiben das aus. Wir suchen jetzt für unsere Produktion Aladdin. Dann stehen alle Rollen und Tänzer und Ensemble. Und dann bewirbt man sich. Dann hofft man, dass man eingeladen wird. Und schriftlich? Also, das heißt, du hast geschrieben hier, sehr geehrte Damen und Herren, habe Ihre Stellenausschreibung als Aladdin gesehen, hier bin ich. Genau. Ich würde mich gerne für die Rolle Aladdin bewerben. Und dann laden sie einen ein und in den meisten Fällen schicken sie dann auch schon Lieder und Szenen aus dem Stück. Die lernt man zu Hause, dann fährt man hin und dann stehen da ganz viele andere Menschen und dann wartet man eine halbe Stunde, weil wahrscheinlich immer Verzug ist und dann geht man da schnell rein, singt seine Lieder und das macht man dreimal, dass man da hinfährt und vorspricht. Das heißt, es gibt sowas, wie man von Casting-Shows kennt. Es gibt ein Casting und dann muss man nochmal kommen, genau. Kleinere Runde, nochmal dritte Runde sozusagen. Ja. Und dann hat man irgendwann gesagt, so, jetzt pass auf, Philipp, du bist es. Du kriegst einen Vertrag, genau. Wie war dieser Moment? Das war wirklich abgefahren. Also ich meine, bei der Vorgeschichte, wenn du sagst, es war für dich immer klar, du willst Aladdin sein. Ja, ja, ich werde es nie vergessen. Ich war gerade im Urlaub an der Nordsee und war im Zug zurück nach Hamburg gesessen. Und das Witzige ist, ich habe gerade Wunder von Bern in Hamburg gespielt. Mhm. Und in der Nacht, bevor ich den Anruf kriege, um 2 oder 3 Uhr, ruft mich eine Freundin an. Ich gehe ins Telefon, die schreit mir ins Telefon, Philipp, du hast es gekriegt. Weil sie wusste von einem anderen Kollegen, dass sie in Verhandlungen mit ihm sind, dass er mich im Wunder von Bern ersetzen kann, dass sie mich überhaupt gehen lassen können für Aladdin. Weil das heißt, du wusstest schon, bevor du es eigentlich wusstest. Ich wusste es eigentlich schon, ja, 12 Stunden vorher, bevor ich den... Bevor ich den offiziellen Anruf gekriegt habe, hat mir das eine Freundin, weil sie eben das über ihn mitgekriegt hat, weil die erst mit ihm sicher sein wollten, ja. Bevor sie mich gehen lassen können. Wie lief dann die Zeit von 2 Uhr nachts bis zu dem Moment, in dem der wirkliche Anruf kam? Also, da sie so konkret Bescheid wusste. Und auch wusste, dass er schon den Vertrag zu Hause liegen hat, war es für mich schon sehr konkret. Und ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich, da kannst du dir eigentlich sicher sein. Natürlich irgendwie, bis man den offiziellen Anruf hat, ist man dann irgendwie natürlich auf 180 und ist nur, oh Gott, jetzt kommt es bald, kommt es jetzt, kommt es morgen. Es hätte ja auch erst in 4, 5 Tagen kommen. Wie lange hat es denn gedauert? Also 2 Uhr nachts hat sie mich angerufen und der Theaterleiter hat mich vielleicht so um 12 angerufen. Dann sieht man die Nummer auf dem Handy, weiß schon, das ist jetzt das Theater. Ja, ja, da steht schon die Hamburger Vorwahl. Und dann denkt man so, das kann es jetzt sein. Aber man hört dann schon an der Stimme, hallo, also dass sie eine positive Nachricht haben und dass sie jetzt nicht sagen, du hast es leider nicht gekriegt. Und dann, ja, habe ich mich riesig gefreut. Wie hat die Sause ausgesehen? Gute Frage. Habe ich groß gefeiert? Bitte? Ich glaube, ich musste sofort arbeiten und dann... Du hast es nicht gefeiert? Ja, gefeiert. Also wir sind sicher zum Essen gegangen und sind gut gegessen, aber ich musste sofort am Abend wieder... Es kann sogar sein, dass das ein Wochenende war und ich eine Doppelshow spielen musste. Das heißt, ich kam zurück, nämlich vom Urlaub und dann Doppelshow heißt halt gleich um 13 Uhr ins Theater und um 14 Uhr abends gleich nochmal eine Veranstaltung. Das hast du gerade eben schon gesagt, du hast das Wunder von Bern gespielt, du hast viele andere Sachen gemacht, Romeo, Julia, West Side Story und vieles andere. Ist Aladdin so das Highlight bisher? Ja, total.
Ja. Weil es einfach erstmal von der Größe einfach das renommierteste ist, das international bekannteste. Da steckt am meisten Geld drin, da haben mich am meisten Menschen auch gesehen, mit Abstand natürlich. Und weil es einfach auch diesen privaten Zugang so stark hat. Ist Aladdin in Stuttgart nochmal anders als Aladdin in Hamburg? Ja. Warum? Wir haben ungefähr hier in Stuttgart, also es war so, die ganze Cast aus Hamburg kam mit nach Stuttgart. Das heißt, alle Darsteller waren schon, haben es schon mindestens ein halbes Jahr in Hamburg gemacht. Und dann kam das Disney-Team und wir haben ungefähr 3 Wochen, glaube ich, geprobt in Stuttgart. Und die haben teilweise Witze geändert, Texte geändert. Mhm. Zum Beispiel vor allem bei dem Genie. Der Genie jetzt plötzlich Schwäbisch spricht. Genau, solche Sachen, weil sie gesagt haben, okay, der Genie hat diesen aktuellen Bezug oft in seinen Texten. Erstens, ist das noch aktuell oder sind das Sachen, die waren vielleicht modern vor 3, 4 Jahren, als das gerade in Hamburg anlief? Was können wir Neues finden? In Stuttgart, es gibt andere Maße vom Bühnenbild. Ich denke, sie haben so viel wiederverwendet, wie ging, aber trotzdem wirkt es aus dem Zuschauerraum relativ, ich glaube sogar in Stuttgart, etwas besser, weil es ein bisschen nicht ganz so riesig ist wie in der Neuen Flora. Das heißt, es wirkt nach mehr einfach. Die Leute, die da stehen auf der Bühne, es sieht alles ein bisschen mehr aus. Und wie ist es mit dem Publikum an sich? Ich meine, du bist Franke, ne? Deswegen, ja. Das ist ja, kann man schon mal so ein bisschen Richtung Süddeutschland zählen, würde ich sagen. Sind die Schwaben ein anderes Publikum als die Hamburger? Darf es ganz offen sein. Nein, ich bin Schwabe, ich werf dich maximal raus. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das Stück kommt. Merken Sie es, wie er nach Worten ringt? Nein, ich überlege. Nee, es ist aber eher positiv für Stuttgart. Weil ich glaube, der Humor des Stückes kommt hier besser an als in Hamburg. Ich glaube vor allem, dass in Hamburg es weniger die Hamburger sind, sondern ich glaube, dass es eher so ein gemischtes Touristenpublikum ist. Und ich habe das Gefühl, dass das in Stuttgart mehr regional. Das heißt, Stuttgarter und Schwaben sind ein dankbares Musical. Total. Also, das ist es auf jeden Fall wert. Es gibt immer wieder diesen Vorwurf. Alexander Klavs, glaube ich, war einer der letzten, der den formuliert hat. Alexander Klavs, ja auch Musical-Darsteller, der lange den Tarzan gespielt hat und der gesagt hat, es geht eigentlich nur noch um den Kommerz, es geht gar nicht mehr so richtig um das Stück, es geht auch immer weniger um die Musik, wird auch gar nicht mehr so viel live gespielt, sondern manches wird mittlerweile zugespielt. Wie stehst du solcher Kritik gegenüber? Ich sehe das sehr ähnlich, weil ich verstehe das natürlich leider auf der einen Seite, dass diese Unternehmen unter einem hohen Druck sind, vor allem wenn man nicht staatlich gefördert wird, dass sich das irgendwann, dass sich das auszahlen muss. Und vor allem in der Auswahl der Stücke finde ich das immer, weil es gibt viel Kritik auch von den Musical-Darstellern, warum kommen immer nur dieselben Stücke, warum sind das? Und ich denke mir aber, es ist immer so ein, ja, auf der anderen Seite, das Publikum bestimmt im Endeffekt selber, welche Stücke bleiben, nämlich wenn das Haus voll ist, dann spielen die das so lange, bis das Haus voll ist. Dann setzt das niemand ab. Gibt ja sowas wie Starlight Express. Genau. Das ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnte schon läuft. Und es gibt eben immer die Kritik, ja, es ist nur noch Disney, nur noch so groß. Oder Tanz der Vampire kommt zum 4. Mal nach Stuttgart und Mamma Mia, aber wo sind die neuen Sachen? Aber leider habe ich auch oft erlebt, dass tolle Stücke, eben Wunder von Bern, was ich selber gespielt habe, oder Kinky Boots in Hamburg, was ich geliebt habe, die denn sich nicht so gut verkaufen wie eben Aladdin und Mary Poppins. Deswegen, ich würde mir das auch wünschen, eine viel buntere Landschaft in Deutschland, auch in diesen Großproduktionen. Aber ich muss leider sagen, Alexander Klavs hat auch recht mit diesen Sachen, mit das Orchester wird gespart. Mhm. Es wird dann. Das heißt, da wird gar nicht mehr live gespielt? Also doch, zum Beispiel jetzt bei Aladdin, da. Wie viele Musiker haben wir jetzt? Ja, jetzt ist jetzt eine gute Frage. Es spielen ganz viele live, aber es gibt dann Leute, die an Keyboard 1 oder Keyboard 2 spielen und da sind Sachen einprogrammiert. Das heißt, man hört dann nicht Keyboard, sondern man hört noch eine Trompete mehr. Da sitzt eben jetzt nur noch ein Trompeter und zwei werden dann kommen sozusagen dazu vom Band, in Anführungszeichen. Okay. Macht das einen Unterschied auch für euch Darsteller? Ja, man merkt das schon. Also, dass es halt einfach was anderes ist. Ich meine, wir haben das Glück bei Aladdin, weil was es noch schlimmer macht,
Bei Aladdin, dadurch, dass der mitspielt und das auch einprogrammiert ist, heißt das, der Dirigent kann sein Tempo trotzdem frei wählen, also frei, aber in einem Rahmen wählen, weil der Ton der Trompete kommt erst, wenn er das auch drückt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass das auf Klick läuft. Das heißt, da läuft wirklich eine Aufnahme. Das heißt, dann ist jeden Tag das Tempo 100% gleich. Mhm. Und das kann auch sehr schwierig sein, weil natürlich lebt so eine Vorstellung auch davon, dass es vielleicht den einen Tag ein bisschen schneller, den anderen Tag. Mhm. Natürlich muss das in dem Rahmen sein, wie das Lied gedacht ist. Aber trotzdem, allein schon, wenn man eine andere Tagesform hat, da jemand anderes sitzt, der dann die Musik spielt, jemand anderes dirigiert. Und ich würde mich freuen, wenn das wieder ein bisschen den Trend zurückgeht. Weil ich glaube, selbst wenn das Publikum nicht weiß, warum oder was es da wahrnimmt. Aber ich glaube, alle diese Sparmaßnahmen nehmen immer ein bisschen was weg von dem Erlebnis. Und wenn ich am Ende irgendwann rausgehe und denke, war gut, dann gehe ich aber nicht zum Nächsten und sage, du musst da reingehen. Mhm. Das war unglaublich, was da passiert ist. Aber das heißt schon, dass jede Vorstellung sich schon in Punkten von einer anderen unterscheidet. Ja. Also ich meine, Disney ist natürlich sehr streng mit Vorgaben und dass das auf der ganzen Welt ähnlich ist, aber trotzdem hat man da Spielraum in seiner Rolle, in seinen Texten, in einfach ein Korsett. Und das ist je nach Stück ein bisschen weiter, ein bisschen enger. Hast du schon mal einen Text vergessen? Ja. Also vergessen, dass gar nichts mehr kam, noch nie. Ja. Mein Motto im Kopf ist immer, einfach weiterreden oder einfach weiter singen. Bis jemand merkt, dass da was falsch ist, muss viel passieren. Aber wie hilft dir, also kann man dir von außen, kann dir da jemand helfen, wenn du gerade nicht weiterkommst? Nee. Also natürlich Kollegen, ich meine, wenn man jetzt so einen Dialog hat und die merkt, oh Gott, der weiß seinen Text überhaupt nicht und sagt dann, und übernimmt dann einfach den Satz, den ich gesagt hätte, ach was, siehst du auch das? Und ich hätte gesagt, hey, siehst du, also um mich einfach wieder auf die Spur zu kriegen, das geht schon. Sobald es natürlich im Lied ist, dann ist man verloren, weil das geht einfach durch. Das Orchester spielt weiter und wenn du nicht mitsingst, da passieren natürlich so Sachen, dass man sowas dann rauskommt plötzlich. Das ist auch ganz absurd. Da plötzlich Vorstellung 835, nachdem man es 835 Mal ohne Fehler hat, man plötzlich steht man da und denkt, ich habe keine Ahnung, Aber das macht es doch irgendwie auch aus, oder? Dass man auch pannt. Also total. Ich finde, das gehört mit dazu. Sehr schönes Gespräch bis dahin. Philipp Büttner, mein Gast. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind sofort wieder da. Du darfst das Schild hochheben. Oh, gerne. So, und Sie bleiben bei uns. Bis gleich. Meine Leidenschaft habe ich zum Beruf gemacht, denn Ihre Gesundheit steht bei uns im Mittelpunkt. Glacis-Apotheke in Neu-Ulm. Glacis-apotheke.de. Schön, dass Sie noch da sind. Herzlich willkommen zurück. Auch ein Bier mit. Heute haben wir ganz besondere Sendung. Sie sehen es, kein Publikum, niemand, der uns bedient. Wir halten Abstand. Team hier hinter den Kameras ist sehr klein. Also auch wir im Corona-Modus sozusagen bei Auf ein Bier mit. Und trotzdem führen wir heute Abend ein tolles Gespräch mit dem Aladdin-Darsteller aus dem Aladdin-Musical in Stuttgart, Philipp Büttner. Wir hatten gerade eben schon das Thema Pannen kurz angesprochen, haben schon ein bisschen über was passiert, wenn ich beim Singen meinen Text vergesse, gesprochen. Welches ist denn dein Lieblingsstück in Aladdin? Welches Lied singst du am liebsten? Es ist jetzt auch wieder das, was jeder erwartet, aber es ist leider einfach so, es ist A Whole New World auf dem fliegenden Teppich. Mhm. Weil einfach die Erfahrung zu singen, zu spielen, dabei auf einem fliegenden Teppich zu sitzen und hinter einem ist das schönste Sternenmeer, das man sich vorstellen kann, ist was ganz Besonderes. Wie schwierig ist es, diesen Moment auf der einen Seite ja auch ein bisschen zu genießen. Das braucht es wahrscheinlich, um das zu fühlen, um das zu spüren. Ne? Auf der anderen Seite zu spielen und gleichzeitig zu singen.
Ich meine, man macht es natürlich, bis man auf die Bühne geht, einige Male. Das heißt, man kann sich dran gewöhnen. Das Problem an der Sache ist zum Beispiel, wenn das Lied anfängt, ich muss uns sichern, dass einfach aus... Sobald man natürlich in die Höhe geht, muss da was gesichert werden. Das heißt, während ich singe, bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, erstmal Jasmin zu sichern und mich selber. Was heißt sichern? Du hältst sie fest? Nee. Wir haben so da klippt man sich ein. Okay, das heißt, ihr habt irgendwo einen Gurt? Ja, genau. Okay. Und klippt mich ein auf dem Teppich, dass nichts passiert. Das heißt, das soll natürlich noch aussehen, während ich die schöne, genau, ist das natürlich genau am Anfang. Während ich anfange zu singen, muss ich sie sichern, mich sichern. Es soll aussehen, als singe ich die schönste Ballade der Welt und eben nicht... Dann ist das auch noch versteckt natürlich, diese Gurte. Das heißt, manchmal muss man die suchen und rausziehen und dann ist das auf dem Teppich verrutscht, weil als ich auf den Teppich gestiegen bin, bin ich mit dem Fuß hängen geblieben. Da passieren tausend Sachen und aber das gehört dazu, dann eben so zu tun, dass das eben keiner mitkriegt. Ich spiele immer, dass ich sie angucke. Wenn ich das suche, spiele ich immer, dass ich ganz nah hingehe. Und man kann das nicht sehen als Publikum? Sieht man das nicht, wie du das... Also, nee, ist versteckt? Also... Wie gesagt, es ist dunkel dadurch, dass es Nacht ist. Ja. Und ich glaube, wenn man nicht direkt hinguckt, dann weiß man das nicht. Dann sieht man es nicht. Und wie gesagt, ich gehe zum Beispiel immer ganz nah an sie hin, um sozusagen so zu spielen. Ich flüstere dir das jetzt wie ins Ohr und dann bin ich ganz nah und kann, dass es niemand sieht. Hat das immer funktioniert? Wart ihr immer gesichert oder hast du irgendwann mal festgestellt, jetzt kriege ich das gerade nicht hin, wir bleiben ausnahmsweise ungesichert und ich sag's keinem? Nee, es hat immer geklappt. Ich kann nur sagen, das Problem bei meiner Premiere war, als ich meine Generalprobe hatte, war ich der Einzige im Kostüm. Mhm. Das heißt, die Jasmin hatte den Gurt einfach so über ihren Sportklamotten, weil eben in der Probe war es nicht wichtig, dass sie jetzt Kostüm, weil die Probe war für mich. Und dann habe ich die Premiere oder meine Premiere und ich gucke da und mir hat nie jemand erzählt, wo im Kostüm dieser Gurt ist. Und dann sitze ich da auf dem Teppich und denke, ja, gestern war das schön einfach um die Sporthose und jetzt sitze ich da. Und dann habe ich da von oben einfach bei ihr in die Hose rein und habe das ganze Teil rausgezogen, weil ich wusste, die müssen das abbrechen, wenn ich das nicht sehe, aus Sicherheitsgründen. Und das ist das Schlimmste für die Vorstellung. Und dann habe ich da bei ihr von hinten in die Hose reingegriffen. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert, aber ich glaube, sie hat sich auch gewundert. Danach haben sie auch alle gesagt, oh sorry, wir haben vergessen, dir zu erzählen, wo eigentlich kann der ja mal Gurt passieren. Ist. Das kann ja mal passieren. Wir haben schon drüber gesprochen. Bist du eigentlich getränkemäßig? Ich muss nachschenken gleich. Bist du versorgt? Doch, ich bin versorgt, das reicht. Okay. Wir haben schon drüber gesprochen. Du hast Musical studiert. Mhm. Wann ist denn überhaupt in dir die Idee entstanden, zu sagen, ich werde Musical-Darsteller? Du musst jetzt ein bisschen erzählen, ich höre dir aufmerksam zu, aber hol mir mal kurz noch ein Getränk. Das ist auch eine gute Frage, weil der Traum, in diese Richtung zu gehen, der kam auch sehr früh, ungefähr mit so auch 4, 5 Jahren, habe ich dann immer gesagt, ich will Sänger werden, ich will Schauspieler werden. Aber zu dem Zeitpunkt kannte ich kein Musical. Ja. Also ich weiß nur, meine Eltern hatten so eine alte Phantom der Oper-CD zu Hause und damit konnte ich damals nichts anfangen. Dass Musical viel mehr ist als das, habe ich auch eben nicht gewusst. Und ich habe dann relativ viel auch immer gesungen und getanzt und in das hast du schon immer als Kind schon. Als Kind gemacht und wusste aber gar nicht, was ein Musical ist. Und dann mit 14 bin ich mit meinen Eltern in Tanz der Vampire in Hamburg. Witzigerweise in die Flora, wo ich dann Aladdin gespielt habe. Und saß, glaube ich, auf dem schlechtesten Platz im zweiten Rang, ganz weit hinten oben. Aber als das losging, habe ich gedacht, okay, ja, das will ich machen. Wie wird man es dann? Also ist ja dann immer noch ein Schritt von, ich möchte das machen, das ist mein Plan, zu, ich studiere jetzt Musical. Also ich frage deswegen, weil möglicherweise gibt es Menschen, die sagen, hey, ich möchte genau das machen, was der Philipp macht. Wie macht man es? Wie stellt man das an? Ich habe eben bis zu dem Zeitpunkt viel gemacht, immer im Hobbybereich natürlich. Und das wurde immer intensiver. Dann, vom 14 bis 19, bis ich das Abitur gemacht habe, ich habe jeden Tag irgendwas nach der Schule gemacht. Ich bin zum Singen, zum Tanzen, ich habe so lateinamerikanischen Turniertanz gemacht, dann bin ich zum Ballett, dann habe ich so einfach in unserer Schauspielgruppe, Theatergruppe in der Schule mitgemacht. Und das wurde einfach immer, immer mehr. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung in München gemacht, an der Theaterakademie August Everding. Das ist im Endeffekt auch so ein bisschen, so wie die Auditions, die ich jetzt mache, nur
lief das eine Woche am Stück. Das, ich glaube, es war die schlimmste Woche. Oder zumindest die nervenaufreibendste Woche in meinem Leben, weil entweder man wusste, ich muss da jetzt heute hin und wieder singen und tanzen und ich habe überhaupt keine Ahnung, was die von mir wollen. Und wenn ich dann raus bin, dann wusste ich, okay, jetzt muss ich auf irgendeinen Anruf warten oder auf irgendeine Liste, die irgendwo hingehangen wird, wo hoffentlich mein Name draufsteht. Und da waren, ich glaube, das sind immer so 200, 300 Leute pro Jahr und dann nehmen wir, waren 8 im Jahr. Wow, okay. Das heißt, die Chance am Ende tatsächlich auf einer Musicalbühne zu stehen, ist eher überschaubar. Ja, vor allem natürlich nur, weil ich das studiere, heißt das dann auch später, weil dann hat man es 4 Jahre studiert und dann muss man sich wieder beweisen. Dann ist es wieder, zu jedem Stück, was ich spiele, muss ich hingehen, vorsingen und dann müssen sie entscheiden, na, gefällt der uns oder gefällt der uns nicht. Ist es schwierig, einen Job zu bekommen in der Branche? Gibt es da, wie beispielsweise bei Schauspielern, es gibt ja unfassbar viele, auch sehr gute Schauspieler, die arbeitslos sind, die keinen Job haben. Ist es mit Musical-Darstellern ähnlich? Ich tippe, dass es beim Schauspiel noch schwieriger ist, weil ich glaube, es gibt noch mehr Leute, die das machen wollen. Mhm. Aber trotzdem ist es, denke ich, ein ähnliches Pflaster. Aber wenn man jetzt so wie du, ich meine, du kannst was vorzeigen. Du hast beispielsweise eben Aladdin in der Hauptrolle in Hamburg, in Stuttgart gespielt. Für dich müsste doch jetzt ein leichtes sein, irgendwo anders in einem Musical unterzukommen. Oder täusche ich mich? Ja, also was Leichtes, ich glaube schon meistens ist das Problem, dass die Teams oft aus dem Ausland kommen, aus New York, aus London. Aus den Niederlanden oft aus auch, den ne? Niederlanden, eben die Regisseure. Ich sage jetzt mal, der Star-Faktor oder der hat man schon das große... Natürlich schauen die dann auf den Lebenslauf und die sehen, oh, der hat schon Aladdin gespielt. Das haben die natürlich trotzdem im Kopf. Aber wenn ich jetzt dann da ankomme und ich gefall denen nicht, dann sagen die, ja, nee, nix da. Was ist denn der Traum? Wo soll es hingehen? Also Aladdin bleibt jetzt erstmal noch in Stuttgart. Mhm. Das wurde verlängert. Genau. Bis Januar? Bis Januar 2022. Was ist denn generell dein Plan? Wo soll es für dich noch hingehen? Wohin soll dieser fliegende Teppich fliegen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich liebe den Beruf und ich weiß, dass das schwierig ist, jetzt da zu bleiben. Und ich weiß, dass natürlich jetzt nach Aladdin die nächste Rolle, die ich mache, wird in einem Stück sein, die nicht so viel so ein Kostüm, wo ich nicht so ein Kostüm trage, wo nicht dasselbe Budget drin steckt. Aber trotzdem hoffe ich, dass es natürlich einfach so erfolgreich weitergeht wie bisher und dass ich mich einfach da halten kann und den Traum, den ich immer hatte, für den ich so dankbar bin, dass ich den leben darf, dass das einfach weitergeht. Eigentlich solltest du in diesem Sommer in Bad Hersfeld spielen. Bad Hersfeld, wie viele andere Veranstaltungen, auch Corona zum Opfer gefallen. Ja. Wie sieht dein Sommer zumindest aus? Ja, ich habe mich eben entschieden, nach 3,5 Jahren Aladdin aufzuhören, weil ich jetzt gesagt habe, so toll das ist und so sehr ich das liebe, künstlerisch muss es jetzt einfach weitergehen. Und dann habe ich mich entschieden, Aladdin aufzuhören vor ungefähr einem Jahr und hatte auch noch gar nichts. Und war einfach okay. Das Problem ist, weil sobald ich den Vertrag unterschreibe, die wollen so schnell schon die Verlängerung unterschrieben haben, da ist noch gar keine Audition gewesen. Das heißt, ich muss jetzt einfach springen und hoffen, dass was kommt. Und dann kam auch was. Ich habe eben Goethe in Bad Hersfeld bekommen für den Sommer. Ich hätte parallel Robin Hood in Fulda gespielt und hätte auch gerade noch eine Disney-Konzerttour, so eine Konzerttour durch Deutschland gemacht. Und das ist alles 3 abgesagt. Und ich gehe davon aus, dass ich mindestens ein halbes Jahr jetzt arbeitslos bin. Weil alles, ja, zerpufft ist. Und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, jetzt habe ich 3,5 Jahre Aladdin und jetzt gleich so viele Projekte. Auch einfach, um nicht in so ein Loch zu fallen, natürlich, wenn man so viel arbeitet und tolle Rollen und jetzt auch gleich so verschiedene Sachen zu machen. Es hätte nicht besser laufen können, wie es weitergeht. Aber ja, leider ist daraus nichts geworden. Ich hoffe einfach, dass diese Projekte nur verschoben werden. Mhm. Ich gehe auch davon aus, aber das Problem ist, da hängt natürlich so viel Organisation dran, dass bis das offiziell bekannt ist und bis das klar ist, ob das wirklich sich einfach um ein Jahr verschiebt oder um ein halbes Jahr, muss ich abwarten. Und ich drücke die Daumen. Dankeschön. Ich glaube, das tun wir alle. Ein sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch. Ist wirklich spannend, da mal einen Einblick zu bekommen in die Arbeit dieser Musical-Welt, der Musical-Darsteller. Insofern, Philipp, bitte ganz herzlichen Dank. Ich brauche unbedingt noch ein Autogramm für meine Sammlung hier drauf. Und sag herzlichen Dank fürs hier sein heute. Vielen Dank an Sie, dass Sie mit dabei waren. Kommende Woche sehen wir uns wieder. Auf ein Bier mit. Dankeschön und einen schönen Abend.
mit freundlicher Unterstützung von Goldochsen. Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.